Ja, auf dem Hauptstadtkongress begrüße ich Medizinrechtler Professor Bernd Halbe und Joachim Schütz, ebenfalls Rechtsanwalt und Justiziar beim Deutschen Hausärzteverband. Wir haben schon viel über das Krankenhausstrukturgesetz in diesen Tagen gesprochen. In Interviews auch. Heute wollen wir uns mal oder jetzt ganz intensiv mit dem Versorgungsstärkungsgesetz befassen. Was kommt auf Krankenhäuser und Ärzte zu? Fangen wir erstmal mit dem stationären Bereich an, Herr Professor Halbe. Was gibt es an neuen Rahmenbedingungen für medizinische Versorgungszentren, die ja, kann man schon sagen, im Kommen sind? Ja, die medizinischen Versorgungszentren sind nochmal, die Regelung dazu, sehr stark liberalisiert worden. Der Gründerkreis ist erweitert worden, nachdem er in der vorhergehenden Reform verkleinert worden ist. Zwischenzeitlich hat man die Notwendigkeit gesehen, dass auch Kommunen MVZ gründen können. Das ist der erste Punkt. Der zweite, was im Nachhinein jetzt noch gekommen ist, aufgrund von unterschiedlichen Handhabungen einzelner KV-Bezirken, hat man auch jetzt noch Vertragsärzte, die auf ihre Zulassung verzichten, um sie in ein MVZ einzubringen und die dann auch in diesem MVZ als angestellter Arzt arbeiten wollen. Auch diese sind jetzt als begründungsfähig im Gesetz verankert. Jetzt müsste man noch sagen, gut wäre gewesen, wenn man dann auch weiter als Gesetzgeber noch die Frage geregelt hätte, was passiert denn, wenn dieser Mensch, dieser Arzt einmal ausscheiden will aus dem MVZ, kann er an einen Interessierten auch wieder 1:1 seine Gesellschaftsanteile weitergeben, unter der Voraussetzung, dass auch dieser wieder im MVZ angestellt ist. Das ist offen, das muss man nochmal prüfen, ist jedenfalls aber, glaube ich, für die Praxis sehr, sehr wichtig. Und für die Kommunen hat man dann auch direkt noch ein paar weitere Erleichterungen geschaffen. Man hat nämlich bezogen auf die Kommunen davon abgesehen, von dem Erfordernis, eine gesonderte Trägergesellschaft zu schaffen. Die können das also letztendlich auch letztendlich als Eigen- oder Regiebetrieb führen, ein MVZ, was sicherlich ganz wichtig ist, gerade unter Haushaltsgesichtspunkten, eben insbesondere bei landeseigenen Krankenhäusern etc., die ein MVZ gründen wollen, war das immer eine große Hürde. Die ist dadurch dann eben abgeschafft worden, was sicherlich praktisch sehr, sehr wichtig ist im Rahmen der praktischen Umsetzung. Ein weiterer wesentlicher Punkt bei den medizinischen Versorgungszentren ist, bislang mussten sie fachübergreifend sein. Das heißt, es mussten zwei Ärzte unterschiedlicher Fachgebiete oder unterschiedlicher Schwerpunkte mindestens in einem MVZ tätig sein. Und da muss man aber sagen, es gab nie irgendwie eine medizinische Verknüpfung. Also das konnten zwei völlig unterschiedliche Fächer sein, die nichts miteinander zu tun hatten. Es ging einfach nur formal egal, darum. Ob es Sinn ergibt oder nicht. Ja, unterschiedlich, eben fachübergreifend. Und dieses Kriterium fachübergreifend, das hat man jetzt entfernt. Wahrscheinlich nicht aufgrund des Umstandes, dass man festgestellt hat, dass es eigentlich keinen Sinn macht. Sondern man hat es entfernt deshalb, weil insbesondere dieser Aspekt, nämlich Verzicht auf das Kriterium fachübergreifend, kommt eigentlich vom Grundsatz her aus der Versorgungssituation, der schlechten Versorgungssituation in der hausärztlichen Medizin. Wirst du bestätigen können. Das war ja der Anlass, dass man gesagt hat, MVZ sind zukünftig müssen die nicht mehr fachübergreifend sein. Von daher hat man eben gesagt, gut, das ist der Hauptpunkt und dann gilt das logischerweise für alle anderen Fachrichtungen auch. Das bedeutet natürlich ganz konkret, dass es zukünftig viel einfacher ist, ein MVZ zu gründen. Bislang hatte man immer das Problem, es gab gerade mal eine Fachrichtung, die frei war. Ja, vielleicht waren auch Krankenhäuser dazu bereit, ein MVZ zu gründen, aber die haben gesagt, wir wollen jetzt nicht eine zweite Fachrichtung kaufen, eine teure Praxis kaufen. Das ist hiermit entfallen. Es hat auch wahrscheinlich auch für die Zahnärzte wird es große Auswirkungen haben, weil bei den Zahnärzten sind aufgrund der strengen Handhabung der Zulassungsausschüsse bei den Zahnärzten gibt es in ganz Deutschland nur ungefähr 30 MVZ im zahnärztlichen Bereich, weil sie zwingend immer einen Kieferorthopäden dazu benötigten, mindestens als einfach. Das heißt eben, da wird es auch zukünftig eben, die Zahl wird sich steigern, die Gründung wird zunehmen. Was man noch geschaffen hat, ist eben, man hat noch eine Ausnahme geschaffen, die ist insoweit spannend, als dass sie das Verfahren für diese Situation eben auch gänzlich anders vorsehen. Dann, wenn ich ein fachübergreifendes MVZ habe und einen besonderen Versorgungsauftrag erfülle, das ist, also man denkt insbesondere stark auch an MVZ, die an Krankenhäuser angedockt sind, beziehungsweise die von Krankenhäusern auch geführt werden. Da kann ich mich auf einen ausgeschriebenen Vertragsersatz mit diesem MVZ bewerben. Voraussetzung eben besonderer Versorgungsauftrag, besonderes Versorgungskonzept. Und ich muss für die Arztstelle für diese Zulassung
auf die ich mich bewerbe, muss ich noch nicht, wie das bislang der Fall ist, eine konkrete Person benennen. Das heißt, ich kann anders vorgehen, ich kann sagen, okay, ich bewerbe mich erstmal und wenn ich dann einen Sitz habe, dann besorge ich mir den Arzt. Das ist vom Verfahren wunderbar, eine sehr schöne Erleichterung, aber das Riesenproblem ist natürlich dabei, dass wir nur 6 Monate Zeit haben, eben dann diesen Sitz zu besetzen. Das muss man wissen. So, vielleicht hätte man in Zeiten, wo es nicht mehr ganz so einfach ist, Ärzte und Ärztinnen zu finden, auch sagen können, wäre ganz gut, wenn man diese Frist, jedenfalls für diesen Sonderfall, verlängern würde, weil man einfach schlichtweg da unter Umständen das Problem hat, dass man erst den Sitz hat ohne Person, man hat ihn bekommen im Rahmen des Nachbesetzungsverfahrens und bevor man ihn besetzt hat, ist die Frist verstrichen und er ist schon wieder weg. Dann gibt es noch eine weitere Neuregelung, die auch sehr praktisch oder praxisorientiert ist, nämlich eine Regelung, die sich in der Zulassungsverordnung findet. Da geht es im Prinzip um die Verlegung von Zulassungen und da hat man jetzt eine Regelung auch noch für eine Verlegung von Arztstellen mit beigefügt. Und ich habe die Möglichkeit, wenn ich als Träger 2 MVZs habe, es muss aber ein und derselbe Träger sein, kann ich eben, wenn es derselbe Planungsbezirk ist, wenn ich feststelle, ich habe bei der Gründung des MVZ irgendetwas übersehen, ich brauche vielleicht diese Fachrichtung, diesen Schwerpunkt mehr in dem anderen MVZ, kann ich jetzt ohne große Probleme eben diese Arztstelle von MVZ 1 in MVZ 2 übertragen. Aber Voraussetzung ist immer, es muss derselbe Träger sein. So, und das war eigentlich so, denke ich mal, der Überblick über das, was sich für die medizinischen Versorgungszentren getan hat. Ich denke, es ist wieder eine ganze Masse und wird sicherlich auch dazu beitragen, dass die MVZs auch in der praktischen Umsetzung noch attraktiver werden. Ja, eine Fülle von Erleichterungen, muss man ganz klar sagen, weil nur sagen, es soll mehr geben, das reicht ja nicht, wie man in der Praxis gesehen hat. MVZ haben wir damit ausführlich behandelt, das Thema. Wie sieht das mit der Teilnahme der Krankenhäuser in der ambulanten Versorgung aus? Was hat sich da getan durch das Gesetz? Gut, der Trend eben, ne, dass sich immer mehr in den ambulanten Bereich irgendwo auch verlagert, dem kommt man natürlich auch dann insoweit dann entgegen, dass man sagt, auch die Krankenhäuser sollen letztendlich mehr tun. Wir haben einen ganz wesentlichen Punkt, wo die Krankenhäuser eben auch mehr jetzt in diesem Bereich, ist das Entlassmanagement. Das heißt, man hat gesehen eben, dass die letztendlich das Management des Patienten im Übergang nach der Entlassung aus dem Krankenhaus nicht gut funktioniert, hat das entsprechend jetzt formuliert und hat eben da auch Regelungen geschaffen, dass eben da auch in dieser Zeit der Entlassung eben auch Leistungen über das Krankenhaus, was ansonsten der Niedergelassene machen würde, dass verordnet werden kann, dass Leistungen erbracht werden können. Man darf auch, muss man auch sagen, im Rahmen des Entlassmanagements, das ist natürlich dann noch ein anderes großes Problem, was sich hier immer ergibt letztendlich, zusammenarbeiten mit anderen, insbesondere Apotheken sind natürlich ganz wichtig. Wir haben jetzt gerade nochmal eine aktuelle Neuerung eben im Rahmen der letzten Änderungsanträge, da wird eben Bezug genommen auf das Apothekengesetz, da steht nämlich jetzt drin, § 11 des Apothekengesetzes bleibt unberührt, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist. Da geht es um das Thema unzulässige Zuweisung, unzulässige Verbindungen. Nach dem § 11 dürfen Apotheken eben grundsätzlich mit bestimmten Ärzten, Ärztinnen mit anderen Gruppen, also keine Rechtsgeschäfte vornehmen im Zusammenhang, immer dann, wenn es um Patientenbehandlung, Patientenbetreuung geht. Jetzt hat aber der Bundesgerichtshof im letzten Jahr, in 2014 im Herbst, eine Entscheidung getroffen, wo man einfach gesagt hat, okay, ich muss sehen, wenn im SGB V das Entlassmanagement letztendlich drinsteht, steht ja schon länger drin, das ist ja nicht neu, jetzt sind ja nur die Rahmenbedingungen nochmal nachgebessert worden, wenn es drinsteht, ist das letztendlich als Lex Specialis anzusehen gegenüber dem § 11 Apothekengesetz, das ja zwar grundsätzlich einzuhalten ist, ist letztendlich klar, es darf keine Zuweisung geben, also es dürfen auch keine Gelder fließen für Verschreibungen etc. Das ist klar, aber ich denke, das ist sicherlich ein Punkt und sicherlich im Sinne der Patienten, dass eben das Krankenhaus, eben die Krankenhäuser da entsprechende Möglichkeiten haben. Dann haben wir weiter die Regelung in unterversorgten Gebieten. Da gibt es die Möglichkeit, dass Krankenhäuser ermächtigt werden. Und bislang hatten wir da eine Kann-Regelung, da wird jetzt eine Soll-Regelung raus.
weil eben zu wenig Gebrauch gemacht worden ist von den Zulassungsausschüssen nach Auffassung des Gesetzgebers. Das heißt eben bei festgestellter Unterversorgung, das heißt eben im hausärztlichen Bereich 75% bzw. im fachärztlichen 50%, müssen jetzt, wenn entsprechende Anträge da sind, eben eine entsprechende Ermächtigung dann ausgesprochen werden. Gut, ein weiterer Bereich, der zumindest theoretisch diese ambulante Medizin eben, die ambulante vertragsärztliche Versorgung anbelangt, sind die Terminservicestellen, weil letztendlich umstritten. Ja, es ist total umstritten, ob das sinnvoll ist oder nicht, will ich auch gar nicht weiter diskutieren. Wahrscheinlich wird das den zeitlichen Rahmen auch hier dann durchaus sprengen. Aber vom Grundsatz muss man sehen, ist das sicherlich ein Ansatzpunkt, wo natürlich die Krankenhäuser auch in diesen ambulanten Bereich reinkommen, wenn denn eben aufgrund des Umstandes, dass nicht innerhalb der vorgeschriebenen Fristen Termin zu bekommen ist, würden die Krankenhäuser dort eben tätig werden und wären insoweit in der ambulanten Versorgung. So, und gut, und der nächste Bereich ist vielleicht nicht genau die ambulante, aber ist der Zwischenbereich, ist die ambulante Spezialversorgung, also die ASV 116b. Genau, und da soll es auch Verbesserungen geben, zum Beispiel für Krebspatienten, die wieder ohne Einschränkungen sich auch ambulant behandeln lassen können. So steht es im neuen Versorgungsstärkungsgesetz. Also da ist wohl die Regelung früher so gewesen, dass die das nicht in jedem Fall können. Und jetzt soll das bei onkologischen Behandlungen leichter möglich sein. Das ist ein Beispiel aus dem ambulanten spezialärztlichen Verbund. Ich denke mal, Herr Schütz, dann gehen wir zu Ihnen über und zu den Hausärzten und der Frage, inwieweit sind denn die Instrumente des Gesetzes dazu geeignet, die hausärztliche Versorgung zu stärken? Ja, wir haben ja eine Vielzahl von gesetzlichen Neuregelungen, die zumindest die Hoffnung aufkommen lassen, dass das gerade in dem Bereich der Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung in ländlichen Gebieten, aber auch in strukturschwachen Regionen oder sozialen Brennpunkten in Städten verbessern wird. Angefangen bei der Verbesserung der Förderung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin. Da hat der Gesetzgeber ja auch schon mal die Wertigkeit sozusagen dadurch zum Ausdruck gebracht, dass er diese Regelung aus dem früheren Artikel 8 des GKV Solidaritätsstärkungsgesetz rübergezogen hat, als jetzt feste Regelung in das SGB 5, § 75a. Hat die Mindestzahl der Förderstellen bundesweit von 5.000 auf 7.500 erhöht. Wie gesagt, mindestens 7.500, es können auch mehr sein. Er hat die Regelungen zur Förderung und zum Verfahren durchaus verbindlicher ausgestaltet. Also es gab ja doch immer wieder Fallgestaltungen. Das war eigentlich auch der Einstieg in diese Neuregelung, dass KVen aus unterschiedlichen Gründen unterjährig plötzlich die Fördergelder eingefroren oder gestrichen haben und damit eben Weiterbildungsassistenten in dem Bereich sozusagen von heute auf morgen im Berufsleben, würde man sagen, auf der Straße gestanden haben. Das soll nicht mehr passieren. Also der Gesetzgeber will hier eine ganz klare Vorgabe für die KVen machen. Es muss gefördert werden, es muss durchgängig gefördert werden. Es darf keine zeitliche Lücke oder ein Vakuum entstehen. Ja, und es ist auch nochmal im Gesetz klargestellt worden, auch da gibt es vielleicht einzelne Fälle, wo das nicht immer so gehandhabt wurde, dass die Fördergelder, die ja hälftig von den Krankenkassen und hälftig von den KVen zur Verfügung gestellt werden müssen, vollständig an die Weiterbildungsassistenten oder Ärztinnen in Weiterbildung ausgezahlt werden müssen. Ja, auch da gab es ja so kleine Bereiche, wo man immer mal wieder in Einzelfällen, muss man fairerweise sagen, gehört hat, dass das nicht unbedingt der Fall war. Die Grenze zur Aufkaufregelung, die ist ja da nochmal angehoben worden von 110 auf 140%. Trotzdem sagt das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung, das Gesetz gefährdet immer noch 12.000 Arztsitze. Wie bewerten Sie das? Also ich denke mal, im hausärztlichen Versorgungsbereich wird sich zumindest diese Regelung nicht so auswirken. Man muss das sowieso mal abwarten, wie in der Praxis diese Regelung von den Zulassungsausschüssen gehandhabt wird. Also es gibt ja unabhängig von der grundsätzlichen Diskussion über diese Regelung viele Detailfragen, die ungeklärt sind, bis hin zur Frage, wie wird entschädigt und wie wird das der Praxiswert berechtigt. Der Gesetzgeber hat sich ja jetzt bemüht, nochmal hier und da die Regelung etwas
sagt gerade selber, die Auffangquote von 140% zum Beispiel oder auch die Ausnahmetatbestände, wenn ein Arzt aus der Familie die Praxis übernehmen müsste. Also da muss man mal gucken. Das, glaube ich, wird am Ende des Tages keine gravierenden Änderungen und Auswirkungen haben auf die Versorgung. Vor allen Dingen, wenn man es mal von der anderen Seite her betrachtet, wird es, und ich glaube, da sind sich die meisten einig, die diese Regelung auch noch viel härter kritisieren, wird es nicht dazu führen, dass das zu mehr Ärzten auf dem Land führen wird. Also keiner, der jetzt sozusagen über diese Regelung dem verwehrt wird, seine Niederlassung an einem bestimmten Ort zu beantragen, wird damit nicht automatisch sagen, na gut, wenn es hier nicht geht, dann suche ich mir einen Standort auf dem Land. Das wird nicht passieren, ja, das ist ganz klar. Was ist zum Thema Weiterentwicklung des Wettbewerbs zwischen Kollektivvertrag auf der einen und Selektivvertrag auf der anderen Seite zu sagen? Ja, das ist, also man kann das eigentlich in die große Linie einpflegen, wo man sagt, das sind, gehört auch zu den Instrumenten, jedenfalls auch für den Bereich der Nachwuchssicherung, dass das auch einen Anreiz darstellt für junge Ärztinnen und Ärzte zu sagen, naja, wenn ich zwei Möglichkeiten habe, meine Tätigkeit auszuüben, einmal im klassischen Kollektivvertragssystem und einmal im Selektivvertrag, in unserem Fall in der haushaltszentrierten Versorgung, ist das für mich doch schon ein Anreiz, weil viele Dinge, die eben im Studium, im praktischen Jahr, in der Weiterbildung immer wieder bemängelt werden, was die Transparenz der Vergütung anbelangt, die Regressgefahr und so weiter, eben in dem anderen Bereich so nicht vorzufinden ist. Da ist doch sehr viel mehr Kalkulationssicherheit gegeben. Und insofern ist es zu begrüßen, dass jetzt weitere Hemmnisse, wie der Gesetzgeber sagt, so war es ja auch schon im Koalitionsvertrag angelegt, zurückgeführt worden sind. Das heißt, die Bereinigung der Gesamtvergütung, wenn man es mal so vereinfacht sagen darf, ist erleichtert worden. Auch die nähere Ausgestaltung der Teilnahmebedingungen, das ist vereinfacht worden. Erfreulicherweise gab es jetzt quasi zu den Klarstellungen im Gesetz, im Übrigen auch das Thema Notdienst ist geklärt worden. Der Notdienst bleibt bei Selektivverträgen in dem Kollektivvertragssystem, muss also nicht gesondert hier in den Selektivverträgen geregelt werden. Und jetzt gab es halt eben Ende März die erfreuliche Entscheidung vom Bundessozialgericht zur HZV, die also auch nochmal vieles klargestellt haben, was eben auch teilweise von den Krankenkassen immer wieder hinterfragt wurde, was die Verpflichtung zum Abschluss der Verträge anbelangt und was auch teilweise versucht wurde, über Satzungsregelungen das, was vertraglich vereinbart war, wieder zu unterlaufen, indem man also Versicherten ab einer bestimmten Altersgrenze oder bei einem bestimmten Verhalten den Zugang zu diesen Selektivverträgen verwehrt hat. Das ist jetzt erstmal rechtssicher geklärt. Und das im Gesamtpaket mit den Neuregelungen ist durchaus zu begrüßen. Wie sich jetzt die Verschlankung, sagen wir haben ja auf der einen Seite den Paragraphen 73b, also die haushaltszentrierte Versorgung, haben auf der anderen Seite eine vom Gesetzgeber her gewollte Vereinfachung, indem man mehrere Vorschriften für besondere Versorgungsformen, will ich es mal nennen, überführt hat in eine Vorschrift, in den Paragraphen 140a. Ich glaube, dass es in der Praxis keine große Veränderung nach sich ziehen wird. Vielfach wurde das stark kritisiert, auch sozusagen, man würde dem Ganzen die Wertigkeit entziehen. Aber es ist jetzt auch nochmal in den, was der Professor Halbe vorhin sagte, in den Änderungsanträgen klargestellt worden. Es kann genauso die Regelversorgung ersetzen, wie jetzt die haushaltszentrierte Versorgung auch. Und da gibt es also keine Abwertung dieser Versorgungsformen, die sich jetzt insgesamt besondere Versorgung nennt. Ah, also Sie sind fernab davon, wie viele andere beim Krankenhausstrukturgesetz, nur darüber zu schimpfen. Ich habe sehr viele positive Stimmen und Meinungen auch gehört, auch wenn man vielleicht den Teil noch nachjustieren könnte. Ja. Beide Herren bleiben natürlich für uns am Ball. Im Juli erscheint dann Ihr Buch zum Thema Versorgungsstärkungsgesetz in unserem Verlag. Und bis dahin wissen wir vielleicht dann noch genaueres, was dann letztlich Eingang ins Gesetz finden wird. Genau. Vielen Dank, meine Herren. Herzlichen Dank.